Verkaufen ist wie Liebe. Ja, wir haben wieder mal ein interessantes Buch für dich ausgegraben. Mach dich frei. Der Freiheitspodcast für Selbstständige, Unternehmer, Freiberufler und Führungskräfte. Du fragst dich, wo deine Freiheit geblieben ist? Der Freiheitspodcast zeigt dir in jeder Folge konkrete Wege, das Hamsterrad zu verlassen und endlich deine Träume zu leben. Mach dich frei. Von und mit Dr. Susanne Vornweg und Dr. Hartmut Voss-Vornweg. Mach dich frei. Unternehmerfreiheitspodcast Folge 71. Hallo, sei gegrüßt, schön, dass du dabei bist. Tja, Verkaufen ist wie Liebe. Das Buch, was wir heute mal mit dir besprechen wollen, ist geschrieben von Hans-Uwe L. Köhler. Er selbst bezeichnet es als Handbuch für Verkäufer und sagt, Verkaufen ist Handwerk, sonst gar nichts. Doch erst mit Liebe und Begeisterung wird Verkaufen zur Passion. Ja, das haben wir auch schon mal gesagt, ne, dass Begeisterung eine der bestbezahlten Eigenschaften ist, oder? Ja, und ich glaube, diese Begeisterung, die findet man heute nur noch ganz selten, weil auch Menschen, die zum Beispiel relativ lange mit den gleichen Dingen umgehen, selbst wenn sie am Anfang vielleicht noch diese Begeisterung für etwas hatten, nach und nach diese Begeisterung eventuell verlieren. Und es gibt da eine Statistik, die wird auch in diesem Buch angesprochen. Da hat man gesehen, in den 90er Jahren wurden 1500 Verbraucher gefragt, was sie besonders beim Einkaufen störe. Die Antwort war brutal. An der Spitze der Klagen stand mit 72% die Aussage, unfreundliches Personal. So, und dann gibt es eine weitere Marktforschungsarbeit, die die erste dramatisch verstärkt, nämlich das BAT Freizeitinstitut aus Hamburg veröffentlichte im Februar 1997 eine Untersuchung, aus der hervorging, dass 74,8% der Befragten keinen Spaß bei der Arbeit hatten. Oh, oh. Mhm. Ja, also das, da könnte man ja sich überlegen, ob das nicht irgendwie miteinander zusammenhängt. Ja, nun, das Buch hat auch einen Untertitel und da steht, nutzen Sie Ihre emotionale Intelligenz. Und ich glaube, das ist eine wichtige Eigenschaft, um im Verkauf Erfolg zu haben, oder? Ja, also diese wichtigste Eigenschaft, die man überhaupt haben muss, um mit Menschen in eine gute Kommunikation zu treten, ist die Eigenschaft der Empathie. Also, dass man sich in einen anderen Menschen hineinfühlen kann, in seine Gedankenwelt, in sein Lebensumfeld, in dem er sich bewegt. Und ich frage zum Beispiel Menschen immer gern erstmal, was sie beruflich machen. Denn wenn ich herausfinde, was jemand beruflich macht, gibt das häufig schon Hinweise darauf, in welcher Gedankenwelt er so zu Hause ist. Also ein Ingenieur, das sind häufig Menschen, die alles sehr stark hinterfragen, sehr genau sind in dem, was sie tun, sich also Zahlen, Daten, Fakten gerne besorgen, bevor sie überhaupt weiter etwas denken, nach dem Motto, ist das jetzt für mich interessant, ja oder nein. Und ja, Menschen zum Beispiel aus pflegenden Berufen, die sind ganz anders drauf, nicht? Die sind häufig so, dass sie eigentlich mehr ganz, ja, auf einer ganz emotionalen Ebene reagieren und auch Informationen gerne bekommen wollen. Also die möchten sich gut fühlen mit dem, was sie da bekommen. Und da ist man auf einer ganz anderen empathischen Ebene unterwegs. Aber schließlich geht es ja um Kommunikation. Und Uwe L. Köhler beschreibt ja in dem Buch, dass es sich im Prinzip um ein Kommunikationsmodell handelt, auch zwischen Verkäufer und dem Käufer. Da findet Kommunikation statt. Und der Typus dieser Kommunikation entscheidet auch über den Verkaufserfolg, also über den Erfolg dieser Beziehung zwischen Verkäufer und Käufer. Und er vergleicht es halt mit der Kommunikation zwischen einem Liebespaar.
Ne? Dass auch der Titel verkaufen ist, wie Liebe, deutet ja schon darauf hin. Und lassen wir uns das doch mal so auf der Zunge zergehen hier. Was ist denn typisch für Verliebte? Und jetzt stellt euch mal immer vor, man hat auf der einen Seite den Verkäufer und auf der anderen Seite den Käufer. Also Verliebte sind prinzipiell bereit, sich zu verlieben. Sie wollen einen anderen Menschen für ihre Liebe finden und begeistern. Sie bestätigen sich ständig gegenseitig in ihrer Liebe. Sie malen sich gemeinsam eine glückliche Zukunft aus. Sie halten diese Vision ständig aufrecht. Sie entdecken immer wieder Neuigkeiten an ihrem Partner. Und sie bereiten sich gegenseitig Freude, also nach dem Motto, du hast an mich gedacht. Und diese Aufzählung, die auch hier auf dem Cover auch des Buches zu finden ist, die bringt ja sehr, sehr schön auf den Punkt, und was das für eine Entdeckung ist, diese Kommunikation unter Verliebten einmal auf diesen Verkaufsprozess zu übertragen. Ne? Und zu sehen, dass ja alles, was wir heutzutage neudeutsch auch im After Sales machen beispielsweise, wo wir Menschen an uns binden, die mal was gekauft haben, nicht? Wo wir ganz lapidar auch mal zum Geburtstag gratulieren. Nicht? Danke, ich habe an dich gedacht und du hast an mich gedacht. Oder indem wir neue Visionen, Neuigkeiten mit ihnen teilen in Form von Newslettern beispielsweise. Also Kundenpflege, nicht? Das ist so wie jemanden lieb haben. Und ich finde das einen tollen Vergleich, aber es geht im Prinzip um nichts anderes als um emotionale Kommunikation. Ja, man kann ja auch nicht kommunizieren. Nein. Also in irgendeiner Form kommuniziert man immer, auch wenn man nichts sagt, kommuniziert man. Und deswegen ist es ja so wichtig, dieses Beispiel, was er bringt, ein Liebender versucht ja immer neue positive Dinge an seinem Gegenüber zu entdecken. Und wenn man das auf eine Kundenbeziehung überträgt und einfach neugierig ist, einfach mehr vom anderen Menschen zu erfahren, dann habe ich ja die Möglichkeit, darüber auch immer abzuklären, wo liegen wirklich seine Bedürfnisse. Und man hat auch Forschungen gemacht, wo man festgestellt hat, viele Fragen des Kunden dienen eigentlich nur dazu, dass er gerne gelobt werden möchte. Also 70% der Fragen, die ein Kunde stellt, dienen nur dazu, eine Antwort zu bekommen, in der der Käufer oder der potenzielle Käufer einfach nur gelobt werden möchte für das, was er vielleicht schon weiß und in Erfahrung gebracht hat über das Produkt oder wo er sich bestätigt fühlen will in seiner Lebensanschauung, nicht? Also, dass man das auch lernt. Wie in der Partnerschaft, dass man denkt, komm, sag doch mal wieder zu mir, das habe ich gut gemacht, ne? Oder? Genau, ja. Und sag doch endlich mal, das hast du gut gemacht. Genau. Ja, ist wirklich so. Auch in einer Partnerschaft geht es einem ja so, dass man viele Dinge für selbstverständlich nimmt. Ja. Und ich habe das schon erlebt, dass Menschen unwillig auf Fragen reagieren. Also ich freue mich immer über jede Frage, die mir jemand stellt in einem Verkaufsprozess, weil ich dann sehe, es ist eine Form von Interesse da. Mhm. Wenn also du meinst jetzt Fragen, die der Verkäufer stellt? Nee, die der Käufer stellt. Die der Käufer stellt. Ja, okay, wenn ich jetzt in der Situation des Verkäufers bin, freue ich mich darüber, wenn mein Gegenüber mir Fragen stellt. Ja, natürlich. Ja, ja, das ja. Zeigt ja Interesse. Ja. Das zeigt, dass jemand sich die Zeit nimmt, dieser Sache tiefer auf den Grund zu gehen. Was eher ungünstig ist für so eine Kommunikation, ist, wenn der Kunde gar nichts fragt. Ja, oder der Käufer so viel an Informationen über ihn ausschüttet, dass überhaupt gar keine Möglichkeit mehr besteht, Fragen zu stellen. Genau. Ja. Nicht? Und dass man gar nicht weiß, ist das, was ich jetzt da an Informationen ausschütte, überhaupt interessant für den potenziellen Käufer. Und das ist häufig eine Sache. Wir dürfen nicht vergessen, dass 95% unserer Kaufentscheidung eine rein emotionale Geschichte sind. Und das ist etwas, also da muss ich auch immer, sehe ich auch mich selbst immer wieder in dieser Falle.
Ich bin immer ein Mensch, der auch sehr rational an Dinge dann auch herangeht, der auch immer sehr detailverliebt dann ist bei Dingen, wenn er sie versucht zu durchschauen. Und ich gebe dann auch gerne diese ganzen Details zum Besten, weil ich ja denke, Mensch, das ist eigentlich ist das alles hochinteressant. Aber das hat überhaupt gar nichts. Du meinst, wenn du Dinge beschreibst, die du gut findest. Ja, ja. Nicht? Also ob das jetzt auch in der Gesundheit ist, wie das alles so zusammenhängt und wie da, als Arzt hat man ja dann das Gefühl, komm, man beschreibt das alles ganz genau, warum das so und so funktioniert. Das ist aber häufig nicht das, was das Gegenüber interessiert, sondern das Gegenüber ist vielleicht nur daran interessiert, ja, wenn ich das und das mache, wie fühle ich mich anschließend? Genau, was bringt mir das? Ja, ja? Wie fühle ich mich? Es geht ja eigentlich immer nur darum, ich möchte Schmerz vermeiden oder Glück erlangen. Mhm. Ja? Das ist zwei Beweggründe. Das sind zwei Beweggründe. Entweder von Schmerz wegzukommen oder zu Freude zu gelangen. Ja, verkaufen ist wie Liebe. Hier eine kurze wichtige Info an unsere Hörer. Also das Buch ist eine super Empfehlung. Wenn du es noch nicht gelesen oder gehört hast, wir verlinken das Buch natürlich in den Shownotes. Wenn du eher lieber hörst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf www.zeitautomat.com/Bücher mit UE. Da kannst du dir mit dem obersten Link fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo herunterladen. Amazon Prime-Mitglieder können das sogar 3 Monate kostenlos mit 3 Büchern testen. www.zeitautomat.com/Bücher mit UE. Oberster Beitrag, dort ist der Link dazu. Ja, wirklich eine gute Empfehlung. Hast du noch ein paar Eindrücke aus dem Buch? Ja, was wäre noch wichtig? Also, ich habe hier noch so einiges. Es fängt zum Beispiel auch mit einem Selbstcheck an. Nach dem Motto, es ist auch ganz wichtig, wie ich mich selbst in diesem Verkaufsgespräch fühle als Verkäufer. Mhm. Welche Gedanken mir durch den Kopf gehen. Und je selbstsicherer ich bin, und je positiver meine Gedanken, umso positiver wird das Ergebnis sein. Heißt also, bist du morgens schlecht drauf, geh gar nicht erst raus, um was zu verkaufen, oder? Bist du morgens schlecht drauf, tu was, dass du besser drauf bist. Genau, also versetz dich in den geeigneten Zustand. Positiven Zustand, Man kann nicht immer einfach zu Hause bleiben, sondern muss sich eben konditionieren. Ne? Also mit einer guten Musik. Laufen, erstmal eine Runde joggen und damit kommen die positiven Glückshormone in den Kreislauf und schon geht alles viel, viel besser. Ja. Und nur mal so ein paar Fragen zum Selbstcheck nach dem Motto auch der positiven Motivation, zum Beispiel im Buch. Ja, er fragt dann, was spricht für dich oder das spricht für mich, soll man ausfüllen nach dem Motto, ne, was spricht für mich? Was ist gut an mir? So heißt das. Ne? Was ist meine besondere Stärke? Ja. Auf diesem Gebiet bin ich wirklich klasse. Dafür kann ich mich begeistern. Gut, vielleicht auch mal zu fragen, in diesen Punkten kann ich mich sogar noch verbessern. Und zum Beispiel das Beste an unserem Unternehmen ist. Mhm. Ja, sich einfach auch mal klar zu machen, wofür stehe ich denn da überhaupt? Genau, weil das sind ja, man bereitet sich im Grunde ja auch auf ein Verkaufsgespräch auf diese Art und Weise vor. Ne? Ja. Das sind ja auch Dinge, mit der man die Begeisterung über seine Produkte, über seine Dienstleistung auch dem Käufer dann mitteilen kann. Ne? Und das kommt eben nur dann, wenn man entsprechend gut vorbereitet ist und gut drauf ist, ne? Entsprechend authentisch rüber. Genau. Ja. Und in Japan sagt man zum Beispiel, auch Zitat aus dem Buch, Verkaufen beginnt dann, wenn der Kunde die Rechnung bezahlt hat. Ja. Ja? Ja, das ist auch schön. Dann heißt es hinterher liebhaben und weiter pflegen, ne? Genau, ja. Und wie sehr ja im Prinzip wirklich, ich sag mal, das Bauchgefühl eine Rolle spielt, das sieht ja jeder, wenn er an das Beispiel Rauchen denkt.
Also ich sag mal, jeder weiß, dass Rauchen ungesund ist. Ja, steht mittlerweile in riesen Lettern auf allen Packungen. Überall drauf. Und trotzdem ist es eine rein emotionale Entscheidung der Menschen zu sagen, ich will da nicht drauf verzichten. Das ist einfach, für mich ist das einfach lebenspures, positives Lebensgefühl. Nicht? Also ich will darauf nicht verzichten. Nicht? Also wir können noch so sehr auch mit unserem Verstand manchmal im Prinzip wissen, was gut für uns ist, aber wir entscheiden sehr vieles aus dem Bauch heraus. Ja, das meiste, die Kaufentscheidungen werden emotional getroffen. 95% wird emotional getroffen. Und genau, dann hinterher rational begründet. Ne? Genau. Und dann geht man raus, oh, ja, ich habe das ja nicht aus dem Bauchgefühl heraus gekauft, sondern weil das und das. Dann erklärt man sich oder anderen, warum man es gekauft hat. Genau. Ne? Und man kann eben diese Dinge auch positiv ansprechen im Verkaufsgespräch, dass man einfach sagt, ich möchte, dass du dich besonders gut fühlst. Mhm. Ja, also das ist ja, das spricht ja dann auch, ich möchte, dass du hier auf deinen Bauch hörst, lieber Kunde. Ja, man kann das auch thematisieren im Verkaufsgespräch. Ja. Ja. Ja, also sehr, sehr viele schöne Dinge, wenn man sich mal mit diesem Thema des emotionalen Verkaufens auseinandersetzen will. Und gerade für Menschen, die vielleicht sagen, also nee, so habe ich das noch gar nicht gesehen oder ich bin eine ganz andere Art von Verkäufer, gerade denen sei das dann doch mal ans Herz gelegt. Denn ich glaube, Verkaufen kann eine sehr, sehr schöne Tätigkeit sein, mit der man sich auch sehr, sehr wohl fühlt, wenn man eben mit Menschen so umgeht, wie sie es verdient haben. Ja, Verkaufen ist eben wie Liebe. Tolles Buch von Hans-Uwe Elköhler und natürlich in Rot, ne? Das ist nicht zu übersehen. Also, ist eine tolle Empfehlung und zu guter Letzt wie immer, nur durch Nichtstun wird es schlimmer. Mach dich frei. Wir helfen dir dabei. Das war dein Freiheitspodcast von und mit Dr. Susanne Vornweg und Dr. Hartmut Voss Vornweg. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann komm auf den Erfolgsblog www.zeitautomat.com. Deine Plattform von Unternehmern für Unternehmer. Die Ideenquelle, mit der du Freiheit produzierst. www.zeitautomat.com. Mach dich frei.